Liebe Büsow-Mitglieder, liebe Bürger Deutschlands, das Fass ist übergelaufen. Mit dem Rücktritt von Jürgen Stark als Chefökonom der Europäischen Zentralbank ist nun der zweite Deutsche von Bord gegangen. Beide haben das Handtuch geworfen und damit sind die Hüter der Stabilität in der EZB quasi nicht mehr vorhanden. Der Grund für diesen Rücktritt liegt in der Tatsache, dass die EZB immer mehr dazu übergegangen ist, toxische Staatsanleihen zu kaufen. Nicht nur von Portugal, Griechenland und Irland, sondern jetzt auch noch von Spanien, von Italien. Und diese Politik führt geradewegs zur Hyperinflation. Die EZB ist zur Bad Bank Europas geworden. Offensichtlich bestand der Konflikt zwischen Trichet, der ganz klar im Interesse des britischen Empire handelt, wenn man darunter die Finanzoligarchie der Banken versteht, und denen, die noch die Charta der EZB ernst genommen haben, die darin besteht, dass die EZB nur eine einzige Aufgabe haben soll, nämlich für die Stabilität des Euro zu sorgen. Wenn man dieses Hauen und Stechen in der EZB zusammennimmt mit der Kakophonie in der EU, bleibt nur ein einziger Schluss: Das Experiment Euro ist gescheitert. Erinnern wir uns, dass der Euro sowieso Deutschland als Preis für die Wiedervereinigung aufgezwungen wurde und die deutsche Bevölkerung nicht ein einziges Mal gefragt wurde, ob wir diese Währung überhaupt haben wollen. Die Konsequenz muss heute ganz klar lauten: Der sofortige Austritt aus der Eurozone von Seiten Deutschlands und auch die Aufkündigung aller EU-Verträge von Maastricht bis Lissabon. Wir müssen sofort eine neue D-Mark einführen und damit die Souveränität über unsere eigene Währung und unsere eigene Wirtschaft wiedererhalten. Es ist der einzige Weg, wie verhindert werden kann, dass die gesamte Situation im Chaos landet. Der Schritt zur neuen D-Mark muss verbunden werden mit der sofortigen Realisierung eines Trennbankensystems, das die Kredite an die Realwirtschaft schützt und die Billionen von toxischem Papier einfach abschreibt. Die Situation ist hochdramatisch. Ein Blick auf Griechenland gibt den endgültigen Beweis, dass die Sparpolitik der EU gescheitert ist. Heute hat der Wirtschaftsminister Griechenlands, Chrysokoidis, gewarnt, dass Griechenland vor einer totalen sozialen Explosion steht. Heute beginnt eine internationale Messe in Thessaloniki und Polizei, Feuerwehr, Küstenwache, Studenten und die Bewegung der Empörten demonstrieren dort gegen den Ausverkauf Griechenlands. Der EU-Energiezar Oettinger hat den absolut absurden Vorschlag gemacht, eine Art von Beamten-Blauhelm-Truppe nach Griechenland zu entsenden, das heißt internationale Beamte zu beauftragen, dort die Privatisierung von Staatseigentum, also dem Verkauf zum Beispiel auch griechischer Inseln, zu übersehen, die Aufsicht zu leisten und auch die Steuern einzutreiben. Eine solche Politik hat im 19. Jahrhundert zu bewaffneten Aufständen gegen Kolonialmächte geführt. Und in Griechenland haben die Menschen sehr, sehr schlechte Erinnerungen an eine solche Politik der Deutschen vor 70 Jahren. Es zeigt sich, der Euro hat genau das Gegenteil von Frieden in Europa erzeugt. Am 14. September wird die sogenannte Troika, das heißt IWF, EZB und EU-Kommission, nach Griechenland reisen, um zu schauen, ob alle Forderungen erfüllt worden sind. Und sie haben schon gedroht, dass, wenn das nicht der Fall sein wird, und es kann gar nicht der Fall sein, dass sie dann die nächste Auszahlung verweigern. Und spätestens dann ist der Austritt Griechenlands sowieso auf der Tagesordnung. Wie dramatisch die Situation ist, wurde deutlich bei der Pressekonferenz am vergangenen Donnerstag, als Claude Trichet, der Chef der EZB, einen 7-minütigen hysterischen Ausbruch für seine Verhältnisse an den Tag legte auf die Frage eines Journalisten von der Börsenzeitung,
ob die EZB zu einer Bad Bank geworden ist und was er davon hält, dass immer mehr Experten sagen, dass Deutschland eigentlich in seinem eigenen Interesse zur D-Mark zurückkehren müsste. Dass der Rücktritt von Jürgen Stark hat zu einem absoluten Entsetzen geführt. Der DAX ist sofort um 4% eingebrochen. Und es ist völlig klar, warum. Weil natürlich Deutschland die letzte Milchkuh dieser gescheiterten Politik des Euro geworden ist. Nun soll Jörg Asmussen der Nachfolger von Jürgen Stark werden. Und das heißt so viel, dass man den Bock zum Gärtner macht. Denn es war gerade Jörg Asmussen, der 2004 in der rot-grünen Regierung mit dazu beigetragen hat, die Deregulierung bis zu dem heutigen Maß voranzutreiben, unter anderem durch die Schaffung von dem sogenannten TSI, Trousseau International. Diese Politik, die die EZB jetzt macht, gemeinsam mit der Fed, wird kurzfristig zu einer Hyperinflation wie 1923 in Deutschland führen. Nur diesmal nicht in einem Land, sondern in der gesamten transatlantischen Region und von da aus den Rest der Welt erfassen. Und erinnern wir uns, und das weiß jede deutsche Familie, dass Hyperinflation ist die brutalste Form der Enteignung der einfachen Leute. Ich möchte noch einen anderen Aspekt hinzufügen. Im März dieses Jahres hat Prinz Philipp als Vorsitzender der Royal Society of Arts einen Vortrag eingeleitet von einem gewissen Sir Attenborough, der ein so unglaublicher Aufruf zum Genozid darstellt, wie wir es wirklich in Deutschland oder in der Welt seit 70 Jahren nicht mehr gehört haben. Dort wird behauptet, dass die Bevölkerungsexplosion das größte Problem überhaupt ist und dass man diese Bevölkerung reduzieren muss. Das ist der Mist, auf dem die Politik von Schellenhuber, dem Chef des wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung, gewachsen ist, der ja mit seinem Aufruf für einen Gesellschaftsvertrag für eine sogenannte große Transformation die Grundlage gegeben hat für die Energiewende der schwarz-gelben Koalition. In diesem Aufruf fordert er die absolute Dekarbonisierung der Weltwirtschaft. Das heißt, es soll nicht nur Atomenergie abgeschafft werden, sondern auch der Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle. Und wenn man die ganze Weltwirtschaft auf nur erneuerbare Energien reduziert, dann heißt das Genozid, das heißt eine Reduzierung der Bevölkerung auf maximal 1 bis 2 Milliarden Menschen. Prinz Charles hat gerade vor der sechsten Ausrottung der Gattungen gewarnt, die angeblich durch CO2-Ausstoß, anthropogenen Klimawandel verursacht würde. Damit reagiert Prinz Charles ganz offensichtlich auf Veröffentlichungen, die wir gemacht haben, die eben auf die galaktischen Ursachen des Klimawandels hinweisen. Frau Merkel hat Deutschland an den Rand des Abgrunds gebracht mit dieser Kombination von Europolitik und Energiepolitik. Jetzt fordert sie eine Änderung der EU-Verträge, damit Europa endgültig zur EU-Transferunion werden kann. Es steht aber im Grundgesetz Artikel 146, dass wer eine Verfassung ändern will, eine Volksabstimmung braucht. Und ich rufe hiermit auf, sofort eine Volksabstimmung über die Frage der Rückkehr zur D-Mark, über die Frage der Souveränität über die eigene Wirtschaft zu beginnen. Denn die Politik, wo die regierenden Kreise versuchen, die Diktatur hinter dem Rücken der Bürger einzuführen, damit muss es endgültig vorbei sein. Helfen Sie mir und der Büso, Deutschland vor dieser mörderischen Politik zu retten. Die gute Nachricht ist, es gibt ein Leben nach dem Euro. Helfen Sie uns, die neue D-Mark einzuführen und sofort mit dem Trennbankensystem diesen Spuk der Casino-Wirtschaft zu beenden.